Groß, größer USA. Wenn es ums Essen geht, macht den Amis keiner was vor. In Texas gibt es Barbecue XXL für $100 Eintritt. So viel gegrilltes, bis der Magen platzt und die Schwarte kracht. So viel los. Unser Schwein war schneller aus, als wir dachten. Sogar Fleischfans aus Deutschland reisen zum großen Schlemmen zwischen Kohle und Rauch. Barbecue Heaven. Einfach mega. Im Fleischhimmel sind die Amis auch hier. Ein deutsches Volksfest in den USA. Cannstatter Basen und Münchner Oktoberfest, das sind unsere Vorbilder. Hier gibt's Schnitzel, Bratwurst, Bier und natürlich das passende Outfit. Die typische deutsche Lederhose, der typische deutsche Hut. Und das lieben die Amerikaner. Von deutsch bis uramerikanisch. Willkommen zu zwei Volksfesten mit der Aussicht auf Fleischeslust. Ob Bällchen oder Würstchen, Hauptsache XXL. New Braunfels, 50 Kilometer nordöstlich von San Antonio, Texas. 1845 fanden 6000 deutsche Auswanderer hier ein Zuhause. Heute zieht es jeden November 10 Tage lang rund 200.000 Menschen hierher. Zum größten Volksfest im Lone Star State. Hey Leute, wie geht's? Willkommen, willkommen! Texas ist quasi das Bayern der USA. Denn es trat als einziger unabhängiger Staat der heutigen Supermacht bei. Auch hier gehen die Uhren ein wenig anders. Und so ist das Wurst Fest, ein Oktoberfest mitten in den USA. Benno Engel ist einer der großen Opas, die es organisieren. Und es hat im Jahre 61 angefangen. Wir hatten 17 Wurstmacher hier in den Braunfels. So haben wir ein Wurstfest begonnen, sodass wir unsere Wurst zelebrieren können und trinken da viel Bier dabei. So. Benno Engel ist Texaner. Seine Vorfahren stammen aus Hessen. Der Mitbegründer des Wurstfestes legt Wert darauf, dass hier Traditionen weiterleben. Wie das Wurstmachen, das die Familie von Jeff und Bob Goebel seit 1845 praktiziert. Wir lieben es hier, weil wir durch das Wurstfest diese Tradition weiterführen können. Wir zeigen den Leuten, wie damals Wurst gemacht wurde. Vielleicht nicht genau so, aber so originalgetreu wie möglich. As close as we can get it. Die Wurst ist zwar Namensgeber für das größte Festival in Texas, aber im Mittelpunkt steht sie längst nicht mehr. Auf einer Fläche von fast 20.000 Quadratmetern gibt es deutsches und weniger deutsches Essen. Bei Schnitzels and Giggles ist der Name Programm. Hier geht's deftig bayerisch zu. Alles ist handgemacht, alles. Die Rotkohl, die ganze Dach frisch gemacht. Der Kraut, ganze Dach frisch gemacht. Mein Mann, wir call him Edward Schnitzelhand. Und was die am Schnitzel so können, schauen wir uns später an. Von Kleindeutschland ins tiefe Texas, 60 Kilometer östlich von New Braunfels, könnten die USA nicht amerikanischer sein. Die Stadt Lockhart hat 14.000 Einwohner und trägt den Titel offizielle Barbecue-Hauptstadt von Texas. An jedem ersten Novemberwochenende treffen sich hier die 50 besten Grillmeister des Bundesstaates. Ein junger Mann aus Fort Worth ist zum ersten Mal dabei. Mein Name ist Thomas Loven. Ich arbeite als Grillmeister bei Dane's Barbecue. Heute grillen wir ein ganzes Schwein nach Carolina-Art, mit der Fleischseite nach unten und über Kohle gegart. Vor allem in den Südstaaten hat das Barbecue eine lange Tradition. Dabei gart das Fleisch nicht direkt über dem Feuer, sondern im heißen Rauch von Holz und Kohle. Hier in Texas grillen wir hauptsächlich Rind. In Carolina dagegen machen sie eher Schwein. Knapp 16 Stunden hat Thomas das Schwein auf dem Grill geschmort. Jetzt kann er das Fleisch leicht vom Knochen lösen. Daher der Name Pulled Pork, gezupftes Schweinefleisch. Die Soße basiert auf Apfelessig, auf scharfer Soße, ein bisschen hausgemachte Barbecue-Soße und Pfeffer. Das ist eigentlich alles. Ob Neuling Thomas damit die Festivalbesucher und Barbecue-Experten überzeugen kann? Wir sind bereit.
Gegenüber hat ein alter Hase seinen Smoker eingeschürt. Ich bin Lance Aker. Meine Frau steht da drüben. Unser Restaurant heißt Aker Barbecue in Texas. Wir machen heute das sogenannte California Brisket. Das ist Rinderbrust, die ganz langsam auf 200 Grad geschmort wird. So wird das Fleisch ganz mager und geschmackvoll. Ein schön marmoriertes Bruststück. Ich bin Boo Aker. Lance ist mein Ehemann. Wir führen unser Lokal gemeinsam. Ich bin in unserem Restaurant für die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Beilagen und alle Soßen verantwortlich. Manchmal schaue ich auch nach dem Grill, wenn er nicht da ist. Aber meistens denke ich mir neue. Das einzige Mal, dass sie mir das durchgehen lässt. Ich kreiere auch neue Soßen und backe Desserts. Neben der Rinderbrust grillen Lance und Boo Schweinebauch in Barbecue-Soße. Noch ist beides nicht fertig. Und 6000 hungrige Besucher scharren schon mit den Hufen. Bevor es in New Braunfels um die Wurst geht, muss das richtige Outfit her. Natürlich Dirndl und Lederhosen. Die Deutsche Paula Karger stattet die Texaner mit bayerischer Tracht aus. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Ich bin seit 1970 in den USA, war 30 Jahre in Florida. Und aus Jux und Dollerei ist auch angefangen. Ein Wahnsinn. Jeder will deutsche Sachen. Dann haben wir das halt gemacht. Und das haben wir von ganz klein aufgebaut. Und dann habe ich noch ein Geschäft in Fredericksburg. Die Texaner tauschen Cowboyhut gegen Trachtenhut. Einmal im Jahr können die das hier tragen. Und die kommen hier nach Wurstfest, um sich richtig deutsch zu fühlen. So tragen sie ihre Lederhosen und ihre Dirndl einmal im Jahr. Und einmal im Jahr heißt es Bier statt Whisky. Wer möchte, kann sich auf dem Wurstfest mit den passenden Krügen ausstatten. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Hauptsache, jeder Krug hat seine eigene Garage während des Festivals. Das ist ein Schließfach für unseren Bierkrug. Da schließen wir das rein. Da kann niemand anders daraus trinken. Die Idee haben wir vom Hochbräuhaus in München mitgebracht. 9 Dollar kostet deutsches Bier aus dem Plastikbecher. Aber es gibt auch den 1,5 Liter Plastikkrug für 36 Dollar. Das toppt sogar die Bierpreise auf dem Münchner Oktoberfest. Meine Vorfahren kommen aus Deutschland. Wir lieben es seit der ersten Minute hier. Natürlich gehören zum deutschen Volksfest Festzelt und Musik. Alex Meixner macht sich bereit für seinen Auftritt. Wenn unsere Band spielt, spielen wir einen Mix aus deutscher und österreichischer Volksmusik. Wir spielen eine große Bandbreite an Polka-Musik, um alle Kulturen anzusprechen, die hier zusammenkommen. Manchmal kommt auch ein bisschen mexikanische Musik dazu, denn wir sind in Texas. Alex ist in Pennsylvania geboren. Seine Vorfahren stammen aus Österreich. Seit ich 5, 6 Jahre alt bin, stehe ich auf der Bühne. Ich bin zusammen mit meinen beiden Schwestern und meinem Vater aufgetreten. Wir waren die Meixner-Kinder. Wir sind mit kleinen Wanderstöcken und Rucksäcken auf die Bühne marschiert und sangen. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steht's auch im ja. Viele Bands reisen extra aus Deutschland an, um auf der Bühne des Wurstfestes zu stehen. Die Hirtermandeln kommen aus München und bringen eine Ladung Oktoberfest-Feeling nach Texas. Hier, glaube ich, zum 5. Mal. Ja. Wir lieben das hier. Die Energie hier, die Leute, es ist unglaublich. Das macht wirklich wahnsinnig Spaß. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn wir hierher kommen und es wird einfach so gefeiert und so gehypt eigentlich. Und man kommt daher und fühlt sich einfach wie zu Hause. Ja.
12 Uhr. Das Barbecue-Festival in Lockhart öffnet seine Pforten. $100 kostet der Eintritt. Dafür können sich die Besucher durch alle Stände schlemmen. Jedes Jahr kürt die Zeitschrift Texas Monthly die 50 besten der mehr als 2000 Barbecue-Restaurants in Texas. Nur wer es auf diese Liste schafft, darf auf dem Festival anschüren. Lance ist zum 5. Mal dabei. Dabei steht er noch nicht lange Vollzeit am Grill. 6000 Besucher kommen jedes Jahr zum Barbecue-Festival nach Lockhart. Unter ihnen auch Oliver, Björn und Thorsten, drei deutsche Barbecue-Meister. Oh hey, wie geht's? Hi, schön, dich kennenzulernen. Die Freunde holen sich beim texanischen Kollegen Tipps und Rezeptideen. Wir sind selber alle im Barbecue-Geschäft in Deutschland unterwegs, Grillweltmeister, er ist ja auch von Mallorca sogar. Und wir machen hier ein bisschen Fun, ein bisschen Spaß, wir probieren uns überall durch. Barbecue Heaven, einfach mega. Immer wieder lernen, immer dazu lernen. Sehr gut. Sehr gut. Und was sagen die drei zum Essen von Festival-Neuling Thomas Loven? Neben dem Schwein grillt er heute auch eine hausgemachte Käsewurst. Super gut. Sehr gut. Ich bin cheesy. Saftig, käsig. So muss eine gute Wurst schmecken. Ja. Jeder Stand richtet kleine Portionen an. Deswegen haben erfahrene Besucher Strategien entwickelt, um so viel wie möglich zu probieren. Wir haben Frischhaltebeutel dabei. Die machen wir alle voll. Ich habe leider kein Tablett dabei. Ich bin erst zum zweiten Mal hier. Nächstes Jahr bringe ich ein Tablett mit. Nur so macht man es richtig. Bring ein Tablett mit, auf das du alles draufpacken kannst. Dann suchst du dir einen Platz und genießt das ganze Essen. Es ist so lecker. Mehr als 100 Kilogramm Fleisch verzehrt jeder Amerikaner jedes Jahr. Die Deutschen schaffen gerade halb so viel. Doch wer sich durch diese Fleischmassen fräsen möchte, braucht neben viel Magensäure auch viel Geduld. So ein Event, glaube ich, würde in Deutschland nicht funktionieren. Die Leute zahlen hier über 100 Euro Eintritt oder 100 Euro Eintritt. Hier ist blanke Wiese, ein paar Zelte. Du musst dich überall anstellen, bis es Essen gibt. Da will man, in Deutschland will man was anderes haben. Aber hier leben die Leute das absolut. Und uns gefällt es auch sehr gut. Und die Besucher sind hungrig. Nach 2 Stunden sind von Thomas Lovens Pulled Pork nur noch Reste übrig. Die größte Ehre, die einem Barbecue-Meister zuteil werden kann. Köstlich, oh mein Gott. Es war lange unser Ziel, hier zu sein. Dan und ich haben sehr hart dafür gearbeitet. Und die Leute hier sind alle so cool, alle unterstützen sich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir sind wie eine Familie. Das ist einfach großartig. Also man kommt, man trifft sich, man sitzt zusammen. Es ist null Aggressionspotenzial hier. Man freut sich zusammen, man hat gutes Essen. Dies ist das Wichtigste bei Barbecue, ist die Zeit, die man mit der Familie und Freunden verbringt. Und das wird hier absolut gelebt. Kurz vor 16 Uhr richten die Grillmeister ihre letzten Portionen an. War der Tag ein Erfolg? Massen an Menschen sind hier. Unser Schwein war viel schneller weg als gedacht. Ich war noch nie so stolz. Glücklich und satt. Das Barbecue-Fest in Texas. Ein Paradies für Fleischliebhaber und Grillfans. Die kommen auch im 60 Kilometer entfernten New Braunfels auf ihre Kosten. Direkt neben dem Wurstfest profitiert Krauses Biergarten vom Besucheransturm. Wurstfest hat angefangen am Freitag und da war am Nachmittag hier schon die Hölle los. Die Leute nehmen sich dann Freitag frei und dann haben Montag noch frei, damit sie wieder überstehen, damit sie das ganze Wochenende getrunken und Wurstfest gefeiert haben. Die deutsche Auswandererin Angelika Young stammt aus Bayern. Jetzt serviert sie ihren texanischen Gästen Essen aus der alten Heimat. Hallo zusammen. Ich habe 2-mal das Jägerschnitzel. Dann noch die Wurstplatte mit verschiedenen Senfsorten.
und noch zweimal unser Sauerkraut. Das Wurstfest ist fantastisch, ein großartiges Event, um mit Freunden und Familie die deutsche Kultur zu feiern. Einfach eine tolle Erfahrung. Mehr als 250.000 Haxen, Würstchen und Schnitzel verspeisen die Besucher während des 10-tägigen Wurstfests. Und sie trinken rund 350.000 Maß Bier. An die 6,5 Millionen Liter vom Oktoberfest kommen die Texaner zwar nicht ran, aber in Sachen Stimmung stehen sie den Deutschen in nichts nach. Es macht großen Spaß hier und es ist eine Mischung aus texanischer und deutscher Kultur. Und das liebe ich. Vor 6 Jahren haben wir spontan hier auf dem Wurstfest geheiratet. Wir wollten einfach gerne, dass es hier passiert. Damit wir dann 10 Tage lang Würstchen essen können. Der Ententanz war unser Hochzeitstanz. German Gemütlichkeit in Cowboy Country. Das Wurstfest in New Braunfels. Deutscher als Deutsch und gleichzeitig typisch amerikanisch. Nächsten November heißt's wieder Ozapfdis.